Ich habe das Entstehen des Uranium Film Festivals miterlebt. Und wir haben einmal den Nuclear Free Future Award, den ich mit Freunden gegründet habe, den haben wir einmal ausfallen lassen und haben stattdessen das Uranium Film Festival nach München geholt. Und da war Norbert auch dabei? Ja. Okay, also ihr seid lange Freunde und Mitstreiter. So ist es. Okay. Radioaktivität hat keinen Geschmack, hat keine Farbe. Es ist, keiner weiß darüber Bescheid und keiner kann es sehen. Und für Filmemacher ist es eine große Herausforderung, etwas zu zeigen, das man nicht sehen kann. Und für unser Filmfestival ist es eine große Herausforderung, Filme zu zeigen, die unbequem sind. Ja, ich bin ja Unterstützer des Uranium Filmfestivals von Anfang an. Genau. Wir gehören zu den fördernden Institutionen, Einrichtungen, Organisationen, vertrete die Koalition zur Ächtung von Uranmunition, ICPU, gleichzeitig die Juristenvereinigung gegen Kernwaffen. Also wir sind Partner, ich bringe mich persönlich ein als Völkerrechtler, arbeite zum Thema Ächtung von bestimmten Waffen wie Uranwaffen, wie wir es jetzt bei Kernwaffen ja erreicht haben durch diesen UNO-Vertrag, ein Riesenerfolg für die Friedensbewegung, für meine Arbeit. Für und der Arbeit. Nobelpreis. Ja, und den 450. Teil habe ich abbekommen, weil wir als Jalana zu dem Netzwerk Icon gehören. Das Uranium Film Festival leistet einen großen Beitrag im Nicht-Vergessen. Ja. Denn die Dinge, nicht nur, dass wir sie nicht erfahren, ja, das ist die eine Geschichte, und wenn wir sie wissen, sind sie schnell wieder vergessen, weil etwas, was uns den Tag versaut, ja, das behalten wir ja nicht unbedingt im Kopf. Es sei denn, es ist, drängt es wieder es weg, ist der Leidensdruck persönlich, dann ja. Aber, aber es ist ganz wichtig, dass das Atomzeitalter beendet wird. Ja. Und wir Menschen haben es begonnen, also ist es an uns allen, es auch wieder zu beenden. Und das Wie ist die große Frage, aber das Uranium Film Festival hilft uns dabei. Man muss auf der einen Seite natürlich die negativen Seiten zeigen, die Gefahr zeigen, vor allen Dingen für Dinge, für die wir keine Sinne haben. Und wie die Atomenergie, die wir nicht spüren, oder also die Atomenergie, sondern die Atomstrahlung, die wir nicht spüren können. Aber auch wir spüren ja den Klimawandel nicht. Da fehlen uns einfach die Sinne. Dafür brauchen wir Kultur, dafür brauchen wir Darstellung, dafür brauchen wir Film, dafür brauchen wir Medien. Und wir brauchen natürlich aber auch die Vision, für eine positive Welt zu kämpfen. Und das ist das Tolle an diesem Projekt. Und natürlich ein internationaler Ansatz, ein internationalistischer. Ich staune, wer wieder alles dabei ist. Internationalistischer Ansatz, weil sonst geht das ja nicht. Also zu meinen, man könne alle Probleme dieser Welt in Deutschland alleine lösen, das ist sicherlich naiv. Aber wir können unseren Beitrag leisten. Naja, und die Medien sind ja hier keine zuverlässigen Partner. Wenn keine Katastrophe, no news. Etwas, eine ständige Bedrohung ist keine Geschichte. Ja. Und drum ist dieses jährliche Uranium Film Festival notwendig, um gegen das Vergessen anzuarbeiten. Nein, es ist wirklich aufregend, auch die Filmemacher kennenzulernen, was treibt die an? Und die riskieren ja auch alle was. Ja. Es ist ja nicht so, dass niemand beauftragt, die was zu machen. Also es ist schön zu sehen, dass das jetzt seinen Platz in Berlin hat. Deswegen freut es mich sehr und ist auch eine Ehre, als Schirmherr wieder dabei zu sein. Im kommenden Jahr feiern wir 10-jähriges Jubiläum des Internationalen Uranium Film Festivals in Rio de Janeiro und Berlin. Seit 10 Jahren bringen wir Filme, die kaum im Fernsehen oder bei anderen Festivals zu sehen sind, ins Kino, damit atomare Gefahren, damit Hiroshima, Tschernobyl oder Fukushima nicht in Vergessenheit geraten oder wiederholt werden. Helfen Sie uns dabei.